Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play IndustriCraft 2. Oh Gott, hey. Warte, ich muss mal kurz das hier ausmachen. Und das Ganze dann kleiner machen. Wie mache ich dich am besten aus? Uha. Ich kappe am besten den Strom, würde ich sagen. So, da. Boah. Ach du Heilige. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal klar. Wie viel Erde habe ich dabei? Ja, was habe ich denn da noch dabei? Ach, den Breeder. Machen wir das Ganze mal klein, nehme ich mal ein anderes Upgrade. Ach ja, ich bin zwar immer noch nicht ganz gesund, aber es geht mir deutlich besser. Das letzte Mal trotzdem habe ich noch ein bisschen Frosch im Hals irgendwie. Increase Radius by 1. Ne, das ist ja Schwachsinn. Wir hatten jetzt Diamond. Gehen wir mal. Das ist die Frage. Gehen wir mal auf Kupfer runter. Kupfer. Kann man da gleich ein Kratz. Obwohl, ich kann es eigentlich. Copper. Geht das eigentlich? Was ist das letzte? Raw Plastic fehlt mir. Raw Plastic. Mach mal eine Runde. Da sind drei. Ein Kupfer-Upgrade. Dann tauschen wir das mal aus. Der Harvester kann ja trotzdem das Diamond-Upgrade behalten. Das macht ja eigentlich nichts. So, komme ich jetzt noch irgendwie wieder runter? Ich muss ja eigentlich nur hier irgendwie her. Alter, was da ein Zeppling drin ist. Und tauschen wir den einmal aus. So. Woher habe ich den Kobel jetzt eigentlich? Da. Weil der kann ja trotzdem hier das alles abgrasen. Es wird ja nur noch in einem kleineren Gebiet neu angepflanzt. Das passt dann schon. So, damit das Gebiet mal kleiner ist. Wollte ich nicht noch einen zweiten Erdding? Naja, muss jetzt mal kurz damit leben, dass es jetzt mal ein bisschen leggier ist. Oh, Schmetterling. So. Ich wollte eigentlich die Kufer machen. Genau, ich wollte eigentlich schauen, wie es mit Energie steht da unten. Energy. Wahrscheinlich. Nicht hier ist alles Taco. Ach, ich weiß schon, warum das nicht so richtig läuft. Weil, ich soll vielleicht da irgendwie einen Energiespeicher zwischenschalten. Was haben wir denn hier? Da ist. Was ist denn das über CSU, MFU, oder? MFE. Dann packe ich da irgendwie eine MFE noch rein. Ah, ich komme hier gerade irgendwie nicht rauf. Nee, MFE. Oder ich schalte einfach nochmal runter. MFE. Wie teuer ist es zu craften? Ach, mach mal kurz eine. Das ist eigentlich nicht so teuer. Die Diamanten habe ich. Das Redstone auch. Das Eisen eigentlich auch. So teuer ist die MFE nicht. So, schon fertig. Ist wahrscheinlich schneller gegangen, als jetzt die, wenn ich jetzt gesagt hätte, das sollen wir eine CSU machen. Dann packen wir mal hier eine MFE zwischen. So, dann führt den Bereich hier, damit ihr hier immer einen Puffer hat, sozusagen. Obwohl, das hat er selber hier einen inneren Puffer. Ach, ein Teil ist ja bewässert, stimmt, weil drunter ja noch Wasser ist, teilweise. Zwar nicht im ganzen Feld, aber. Ich habe mich gerade gefragt, warum es bewässert ist. So, das baue ich gerade nicht. Ach komm, die ganze Erde. Ich muss erst warten, bis es da drüben. Jawohl. Ich schaue jetzt nochmal, wie es da drüben jetzt eigentlich ausschaut. Warum macht der eigentlich nichts? Naja, es wird ständig hier was reingeschmissen. Also nichts machen ist etwas übertrieben. Ich
könnte mal ein bisschen nachhelfen, damit mal die, oh, die ganzen Bäume verschwinden. Wo ist denn meine Axt? Zuck. Helfe ich mal da kurz nach. Wow. So. So. Wird es dann trotzdem eingesammelt, auch wenn ich das nicht mache? Wenn ich das mache? Ich das halt ein. Na, gib mal. Wow. Hilfe, Hilfe. Ich muss hier raus. Okay, ich weiß noch nicht ganz. Hilfe. Vielleicht lasse ich das. Oh Gott, ich glaube, ich lasse mal offscreen das Ganze machen. Das ist erschrecklich gerade. Wow, diese Frame-Brüche sind erschrecklich da drüben. Hier geht's wieder. Also hier schon geht's wieder, muss ich schon fast sagen. Ja. Gut, dann wollte ich ja... Ach nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich muss ja... Ich wollte ja... Oder ich mache die Kuhfarm woanders hin. Also doch woanders hin. Na, es lichtet sich langsam da drüben. Und wenn ich die Kuhfarm doch hier irgendwo mache... Schwein. Schwein, bist du ausgebüxt? Eventuell. Oder wenn ich es doch hier mache. So direkt am Weizenfeld. Ach, komm on. Dann machen wir es halt hier. Ja, nicht drüben. Kabel sind ja auch schon hier in der Nähe. So. Ja, was haben wir denn heute? Heute ist... Ah genau, morgen ist Halloween. Ich mache aber heute schon den Stream dazu. Also ist ja Donnerstag. Donnerstag ist Streamtag. Okay, ist die letzte Mal jetzt ausgefallen, weil wegen Krankheit. Und einmal... Einen anderen Grund habe ich vergessen, warum nicht. Mache ich ihn da jetzt dicht. Sagen wir mal bis... Machen wir einfach mal bis hierher. Muss mir noch ein paar Spiele raussuchen. Also wie gesagt, heute Abend, ich wahrscheinlich wieder 19 Uhr oder so, Halloween-Stream. Da ich morgen Abend weg bin, habe ich das schon gesagt. Ich weiß es gerade nicht mehr. War gerade leicht in Gedanken. Und das eben morgen Abend nicht machen kann. Muss noch ein paar Spielchen raussuchen. Ich muss noch schauen, ob ich ein bestimmtes Spiel noch machen kann. Muss ich mal rumfragen, ob mir das jemand hosten kann. Okay, ich kann es eigentlich trotzdem schon mal sagen. Ich wollte eigentlich Stockbit Slender mit der Community spielen. Wer Bock hat, Garry's Mod braucht man dazu nur. Das wäre bestimmt lustig. Also ich fand das letzte Mal, als wir das gespielt haben, wahnsinnig witzig. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das nochmal machen könnten. Huch. Vor allem, das ist natürlich auch sehr passend zu Halloween, so ein bisschen erschrecken. Und selber erschrecken und erschreckt werden, so muss man es eigentlich sagen. So, ich rate mal das Hühnchen. Hä, was ist das? Ach, da unten sind ja noch... Ah, da unten sind ja noch Rohre. Warum sind da eigentlich Rohre? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss die da mal entfernen. Zack. Na, Schwein? Was geht? Mag sich auch erschrecken. Kann dir einen Kürbis aufsetzen. Ich weiß noch nicht, was ich sonst noch so spielen werde. Wie gesagt, muss ich noch schauen. Vielleicht packe ich Amnesia wieder aus und schau mal, ob es irgendeine coole Custom-Kampagne gibt. Ansonsten muss ich schauen. Für die Minecraft-Fans vielleicht eine kleine Adventure-Map, wobei die auch immer so 2 Stunden dauern. Ja, wohl Halloween. Das kann man mal ein bisschen länger machen, obwohl es ist auch wieder ein Donnerstag.
Muss ich mal schauen, ich muss mir überlegen, ob ich was finde, was gescheit, und ich mache es davon abhängig. Halt, ich wollte doch die Dinger noch loswerden. Hä, jetzt komme ich jetzt nicht runter? Ach, weil Eis, okay. So. Führt denn das Sinn? Hä? Da fällt gerade Kies runter? Ach, das ist schon der Weg. Gefangen im Eis. Wo komme ich hier raus? Da ist die Lücke. Da ist die Lücke. Muss hier raus. So. Ah, das Hühnchen ist frei. Ach, hier ist es gerade runtergefallen. Ach, das ist noch die Verbindung nach da drüben hin. Okay. Wow. Ah, okay. So, habe ich, ne, Holz habe ich gerade nicht bei. Wo ist der Kies? Da ist der Kies. So, damit sie schneller mal begrünt wird, packen wir mal hier noch einen Grasblock rein. Okay, dann machen wir hier vielleicht die Kuhweide. Sollen wir kurz schauen? Ah, es hat sich schon deutlich dezimiert. Okay. Noch nicht überall. Aber sonst sind wir nicht mehr so krass wie vorher. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Das kann ich alles da reinschmeißen, ist eigentlich ganz praktisch. Oh, Schundi. Schundi jault. Oh. Mein Schwanz ist auch unten. Was? Hä? Ach so, das war gerade das Glas. Ich dachte gerade, hä? Wo kommt dieser Strahl auf einmal her? Taucht der links in meinem Sichtfeld auf? Ich habe gar kein Holz, habe ich gesagt, gell? Gehen wir mal. Holz. Dann machen wir da drüben die Fassade wieder dicht. So, und hier sagte ich jetzt die Kühe ansetzen. Was hat denn der Breeder für ein Radius? Muss der auf der gleichen Höhe sein? Breeder. Wheat. Okay, das funktioniert schon. Würde es so funktionieren? Okay, brauche ich ein ME-Kabel, ein Stromkabel brauche ich dem. Das kann ich ja von da holen. Obwohl, inzwischen kann ich schon fast von da holen. Kann ich fast sogar ein bisschen näher ans Haus stellen. Gerne, vielleicht auf die Höhe von dem. Machen wir es ungefähr so. Ein Breeder. Muss eine bestimmte Seite haben. Warte mal. Was es hier diese Öffnung hat. Oder hat die was zu bedeuten? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe noch nie mit dem Breeder gearbeitet. Probieren wir es mal. Ich brauche Zäune. Da gehe ich jetzt mal kurz persönlich rein. Ich brauche Fans. Ich habe noch ein paar. So. Schauen wir mal, ob die 128 reichen. So. Wie weit ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann so. Moment, das sind das. 1, 2, 3, 4, 5. Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste jetzt eigentlich quadratisch sein. Wenn ich mich nicht vertan habe. Schaut relativ quadratisch aus. Schwein, du bist hier falsch. Kann ich ja hier schon mal die Kühe rauslassen eigentlich? Kuh? Kuh? So, brauche ich jetzt eigentlich nur den Anschluss für den Breeder. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Dann brauche ich schon nochmal ein paar ME-Kabel. Wenn ich fast keine mehr habe. ME-Kabel. Mach mal nochmal 30 Stück. Verknuse noch einen Apfel.
Huch, ist gleich gar nichts mehr da. Fast. Gut, und... Ah, nein! Kuh, geh rein! Kuh, geh rein! Kuh, geh rein! Kuh, geh rein! Nein, rein! Ach, verdammt, brauchen wir noch einen Zaun. Zaun, Fans. Ganz vergessen. Puh. Hier kann man ja draufspringen. So, Kuh. So, jetzt aber. Vermaledeite Kuh. So, oha, ich sehe ja schon. Das war schon Ende der Folge. Wir sehen uns sonst nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.